Bei der heutigen Pressekonferenz der SPÖ wurden die Regierungsmitglieder der SPÖ bekannt gegeben. Die größte Überraschung dabei war der Wechsel von Norbert Darabosch von Wien in die burgenländische Landesregierung. Neu dabei ist auch Magistra Astrid Eisenkopf, die bisherigen Landesräte Verena Dunst und Helmut Bieler bleiben. Gehen musste Dr. Peter Reser. Christian Iletic wurde neuer Landtagspräsident und Robert Hergovich wird Clubobmann und bleibt Landesgeschäftsführer. Sehen Sie jetzt die komplette Pressekonferenz und erfahren Sie nähere Details. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz. Wir haben soeben unseren Landesparteivorstand beendet. Und beim Landesparteivorstand gab es zwei Schwerpunkte, die auch beschlossen wurden. Zum einen wurde natürlich sehr ausführlich unser Arbeitsübereinkommen mit der Freiheitlichen Partei diskutiert. Und ich kann vorweg sagen, dass es keine einzige Gegenstimme gegeben hat, dass dieses Arbeitsübereinkommen einhellig zur Kenntnis genommen wurde, dass dieser Generalbeschluss, der vor einer Woche gefasst wurde, nämlich dass wir mit allen Parteien verhandeln, dass wir mit jener Partei abschließen, mit der wir unsere Vorstellungen am ehesten umsetzen können, das wurde einstimmig und einhellig zur Kenntnis genommen. Der zweite Punkt war, und das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung, das neue Regierungsteam der Sozialdemokratie im Burgenland. Auch hier haben wir diskutiert und was ich bereits angekündigt habe, nämlich, dass es Veränderungen gibt, das wurde auch zustimmend zur Kenntnis genommen. Das neue Team der Sozialdemokratie in der Regierung hat sich verändert. Es ist jünger geworden und es ist weiblicher geworden. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Schritt, weil die Veränderung auch sehr wichtig ist, weil wir natürlich nach über 15-jähriger Tätigkeit, erfolgreicher Tätigkeit in der Landesregierung auch ein neues Team präsentieren wollen, präsentieren müssen. Und wir haben auch das Wahlergebnis verstanden und müssen auf allen Ebenen auf dieses Wahlergebnis reagieren. Das eine ist die Koalition Bildung und das andere ist natürlich das Regierungsteam. Und ich muss auch voraussetzen, dass Regierungsteam, Präsident und Clubobmann natürlich voll und ganz diese Vereinbarung, dieses Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ für richtig halten. Die meisten der Anwesenden haben ja das unterzeichnet und alle der hier Anwesenden werden es auch unterzeichnen und stehen dazu. Es wird einerseits einen Wechsel im Präsidium geben. Neuer Landtagspräsident wird Clubobmann Christian Iletic. Das hat zur Folge, dass der Landesgeschäftsführer Robert Hergovich Clubobmann im SPÖ-Club wird. Also auch ein Generationswechsel mit neuem Clubobmann, mit neuem Präsidenten. Ich habe auch angekündigt, dass Verena Dunst, Helmut Bieler und ich weiterhin dem Regierungsteam angehören werden. Und es gibt mit Norbert Darabosch ja einen Burgenland-Kenner. Norbert Darabosch kennt das Land. Er hat viel für das Land politisch geleistet und wir sind der Meinung, dass wir Norbert Darabosch ins Burgenland zurückholen sollen, damit er seine politische Tätigkeit hier im Burgenland weiter fortsetzen kann, vor allem mit Ressorts, wo ich der Überzeugung bin, dass die sehr gut zu seiner Persönlichkeit passen. Zu den einzelnen Ressorts werde ich noch Stellung beziehen. Und wir haben ein neues Mitglied der Landesregierung, das ist Magistra Astrid Eisenkopf. Sie ist das erste wichtige Signal für die große Veränderung der Sozialdemokratie. Sie ist Wirtschaftsakademikerin, sie hat Wirtschaft und Recht studiert und ist eine der wirklich herausragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Amt der burgenländischen Landesregierung, die vor allem im Wirtschaftsbereich hervorragende Leistungen schon erbracht hat. Sie ist das jüngste Regierungsmitglied, 31 Jahre, ein starkes Signal an die Jugend, an die jungen Frauen
und natürlich auch eine äußerst kompetente Fachkraft, die wir in die Landesregierung bekommen, aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit, aufgrund ihrer Ausbildung, die sie hat. Und was natürlich auch wichtig ist, wenn man in der Landesregierung ist, sie hat auch politische Erfahrung. Sie war viele Jahre SJ-Vorsitzende in Steinbrunn. Sie ist stellvertretende Bezirksfrauenvorsitzende der SPÖ Frauen und ist auch Stellvertreterin des Ortsparteiobmannes in Steinbrunn. Also einerseits eine berufliche Karriere, die sie bereits gemacht hat, eine sehr gute Ausbildung und natürlich auch eine sehr politische Erfahrung. Also darf auch gleich zu den Ressorts kommen. Sie wird das Zukunftsressort im Land Burgenland haben. Das ist zum einen der Umweltschutz. Umweltschutz war in der Vergangenheit angesiedelt bei Landesrat Liebenfeld, auch bei Verena Dunst und bei mir. Das wird alles konzentriert bei ihr sein. Also sozusagen die Umweltlandesrätin, und das Jugendreferat wird ebenfalls zur Frau Magister Eisenkopf kommen. Also Jugend und Umwelt für eine 31-jährige Landesrätin ist dafür prädestiniert. Es wird natürlich auch die Energiefrage, der Naturschutz, die Gemeindeaufsicht, einige Schwerpunkte, die sie noch bekommen wird. Helmut Biller, Kultur, Finanzen, Infrastruktur, auch hier eine Bündelung. Ich glaube, das ist mir ganz wichtig, einerseits die jüngste Landesrätin zu haben, den jüngsten Abgeordneten im Team zu haben, mit den Kilian Brandstätter, die jüngste Landesrätin zu haben und auf der anderen Seite die Bündelung von Kompetenzen, um auch Abteilungen zusammenlegen zu können. Da ist der Helmut Biller im Infrastrukturbereich, ob das Straßenbau, Güterwegebau, Wasserbau, alles was mit Bauen zu tun hat, in einer Hand. Finanzen in einer Hand und natürlich Kultur wie bisher auch in einer Hand. Also wir haben hier viele Abrundungen vorgenommen. Norbert Darabosch wird den Gesundheits- und Sozialbereich übernehmen, den Arbeitsmarkt und auch das Thema Asyl. Also insofern glaube ich, und das sage ich auch, dass dieses Ressort Gesundheits- und Sozialbereich natürlich zu der Persönlichkeit von Norbert Darabosch sehr, sehr gut passt, weil er ein sehr sozial denkender Mensch ist, weil sich er für viele Menschen, gerade die benachteiligt sind, einsetzt und weil er für soziale Gerechtigkeit immer eingetreten ist. Also da glaube ich, ist viel zu tun in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren und da wird sich Norbert Darabosch auch in entsprechender Form einbringen und einsetzen. Verena Dunst hat einerseits ihre Ressorts aus der Vergangenheit teilweise mitgenommen, nämlich Frauen, Familie, Dorferneuerung und wird das ganz große Ressort, den Agrarbereich, dazu bekommen, wo sie schon in den letzten Jahren versucht hat, mit dem Landesrat Liegenfeld zusammenzuarbeiten, was nicht immer ganz einfach war, aber es hat immer wieder Gespräche und auch Konsens gegeben. Ja, und ich werde für den gesamten Bildungsbereich zuständig sein. Auch hier waren bisher 3, 4 Abteilungen für den Bildungsbereich zuständig. Es war teilweise im Agrarbereich die landwirtschaftlichen Fachschulen, es waren die Berufsschulen, die woanders angesiedelt waren, der Landesschulrat, die Fachhochschulen, also 4 Regierungsmitglieder, die für den Bildungsbereich zuständig waren. Das wird alles bei mir in Zukunft angesiedelt sein. Dass die Wohnbauförderung, Raumplanung, die Bedarfszuweisungen zu mir kommen, ist auch vorgesehen. Also insofern haben wir auch die Ressorteinteilung im Groben bereits fertig. Da gibt es aber natürlich noch intensive Gespräche, damit man tatsächlich die Abgrenzungen genau definiert. Da muss es auch Gespräche mit der FPÖ geben, damit es auch zwischen den einzelnen Regierungsmitgliedern klare Kompetenzen gibt, eine Bündelung der Kompetenzen, damit eben eine reibungslose Arbeit in Zukunft gegeben ist. Soweit meine Ausführungen.